So, ohne lange Verzögerung geht's hier hinauf in den Himmel mit unserem Teil. Ihr habt gerade, oder nicht gerade, in der vorherigen Folge gesehen, wie ich das noch abgedockt habe und wie die Separatrons gearbeitet haben. Hat scheinbar alles gut funktioniert. Die sind nicht angegangen hier. Und ja, wir werden auch nicht wesentlich schneller, aber auch nicht wesentlich langsamer. Jetzt werden wir aber wieder schneller. Wir holen langsam wieder auf. Und unser Ziel, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ist heute mal Eve. Oder war es schon vorgestern? War es da schon Eve? Und ja, da haben wir unser Satellitenmodul. Der soll natürlich sowohl als auch um Eve orbiten, als auch auf ihm landen. Deswegen ist es Evolution. Ja, unser Evolution. Ich kann jetzt leider nicht auf das Modul zugreifen. Da ist es doch. Rename Evolution Probe. Genau. Passt. So, jetzt bin ich aber echt gespannt, ob wir es mit dem Dinge in den Orbit schaffen. Weil die Engines, die sind nicht so, ja, so der Kracher. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen warten und ein bisschen Science Spam und dann mal im Tech Tree nachschauen, ob wir da auch die richtigen Engines dafür kriegen. Das wäre schon nicht schlecht. Das wäre schon eine gute Idee. Wie gesagt, das ist jetzt alles auch nur Test, muss ich ehrlich gestehen. Denn unser Startfenster ist noch relativ weit entfernt. Wir brauchen noch, ja, ich habe ja gesagt, 52 Grad muss Eve liegen. Und Eve ist jetzt da. Wir haben ja natürlich, das ist sozusagen der nullte Winkel, da sind jetzt ungefähr, ja, 45, 40 Grad sind das jetzt. Und Eve muss ungefähr hier liegen. Deswegen haben wir da ein bisschen jetzt Probleme. Dann nimmt er ganz schnell Fahrt auf. So, jetzt muss ich den 90er Marker finden. Sieht nicht schlecht aus. Oh doch, gewinnt an Geschwindigkeit. Wunderbar. Wunderbar abgedockt. Also das funktioniert schon mal sehr gut. Ich möchte auch nicht, dass es jetzt dreht und es ist jetzt verdammt dunkel. Tut mir leid, aber ich habe es ja schon im vorigen Video erzählt, im vorigen Teil. Ich muss mal bei meinem Videocodec schauen, ob ich da was anderes, besseres finde. Vielleicht ein bisschen googeln und so, ob da schon was gibt. Ich kann schon mal ein bisschen forschen hier. Ja, Transmit. Braucht ganz schön Energie, das alles hier. Transmit. So. Und, zur Erde ran, zur Erde ran. Müssen den Winkel noch ein bisschen steiler machen. Aber ich glaube, dass wir es damit in Orbit schaffen könnten. Wir könnten es damit auch wirklich schaffen. Und das würde auch an sich vom Treibstoff her auch ziemlich gut zu Eve hinreichen. Ja, doch, muss ich ehrlich zugeben. Können wir dann eigentlich das abbauen und das hier dran lassen? Nö, lass mal das. Aber gut, da würden wir uns wieder eine Engine sparen. Die wiegt ja auch etwas. Das ist auch wieder ein Skipper-Engine. Die wiegt da 3 Tonnen. Muss ich. Das könnte wirklich wieder mal ein knapper. Das könnte wieder eine knappe Sache werden. Vielleicht schaffe ich es ja doch irgendwie. Weißt du, jetzt geht es nämlich wieder runter. Ha! Herrlich. Herrlich. Oh, jetzt ist wieder mein Sächsisch durchgekommen. Hier ist ja schlimm.
aber wir können Science ein bisschen sammeln hier. Auch keine schlechte Sache. Ich könnte das alles auch auf meine Action Group Keys setzen. Da kann ich dann wirklich das Spam. Und hier haben wir natürlich auch einen Thermometer. Wo ist denn der Thermometer? Hier ist der Thermometer. Log Temperature. So, ab damit. Wieder hoch. Wir fallen, wir fallen. Wah. Jetzt kämpfen wir wirklich dagegen an hier. Aber es ist ja alles nur ein Testlauf. Leider im Dunkeln. Mal schauen, ob ich das irgendwie noch die Helligkeit hochschrauben kann. Können trotzdem noch ein bisschen Spam hier. So. Noch ein bisschen was anderes. Ja, genau. Oh, wir gehen wieder nach oben. Das ist gut. Haben wir es jetzt echt geschafft? Wir haben es echt geschafft. Stellt euch das mal vor. Wir haben es wirklich geschafft. Naja, nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Vielleicht könnten wir es ja doch nach Eve schaffen. Mal gucken, ob das Fenster doch so in Ordnung ist. Müssen wir natürlich hier ein bisschen dazu. Also an Geschwindigkeit hier an der Apoapsis, damit wir nicht wieder zurück auf die Erde fallen in dem Sinne. Und die Pusherstufe hat eigentlich auch ziemlich lange gehalten. Obwohl die eigentlich jetzt gerade nützlos ist hier. Ich habe jetzt zwar eine Pudel-Engine, die hat nicht so viel Kraft, ungefähr 400 Kilonewton. Aber ich möchte jetzt hier etwas Time Warpen, damit wir auch wieder die Sonne haben. Ihr wollt nämlich auch was sehen. Ah, endlich könnt ihr wieder sehen. Das ist nun unser Modul. Wir können jetzt auch natürlich spammen ohne Ende hier. Ja, schickt's, bis es 0 ist. 0,2. Jedes bisschen bringt uns was. Ja, senden. Ja, so können wir natürlich immer mehr an Science gewinnen. Ich habe ja jetzt einen YouTuber gesehen, vielleicht kennt ihr ihn ja. Gut, der ist ja eigentlich der Kerbal Space Program Kenner oder Gamer. Der ist richtig heftig, also kann wirklich viel. Scott Manley. Er macht englische Let's Plays und all diese ganzen Späße. Von Testvideos über Programmen, also so wie jetzt mein KSS zum Beispiel, solche Programme meine ich. Und ja, er hat es wirklich drauf, den Karrieremodus noch ein bisschen heftiger zu spielen. Und kann sein, dass ich jetzt nicht mehr drehen kann hier. Ah, nee, das können wir so nicht machen, muss ich ehrlich sein. Das können wir so nicht machen. Da brauchen wir nämlich unbedingt. Ja, das brauchen wir da echt unbedingt. Denn wenn ich. Oder RCS. Gut. Das ist jetzt nicht störend, muss ich sagen. Wir hätten es, glaube ich, eh nicht geschafft. Jetzt mal hier ein Manöver setze. Herrlich, dass der Mond uns im Weg. So. Nein, nee, hätten wir nicht geschafft. Hätten wir nicht geschafft. Definitiv nicht. Ne, hätten wir nicht geschafft. Wenn ich es hier so anschaue. Der Mond ist uns auch im Weg. Gut, na dann lass mich jetzt nicht weiter stören. Wir werden jetzt mal. Ja, wir fallen ja eh zurück zur Erde wieder. Noch ein bisschen Science-Spam hier, damit wir vielleicht doch noch die eine Engine bekommen.
Die Rocco Max Mainsail Engine. Das ist ja meine Lieblingsengine oder mein Lieblingsantrieb, muss ich sagen. 0,1 added, okay. Also die Ghouls bringen eigentlich nichts mehr. Schade eigentlich. Schade. Wir senden not enough electric charge. Jetzt drehen wir uns auf einmal. Warum? Warum drehen wir uns jetzt wieder? Ich drück gar nicht. Jetzt hört ihr es. Jetzt drücke ich was, aber. Komisch. Na, ihr müsst aufladen. So, aufladen. So, jetzt nochmal den nehmen. Ja. Wieder Science-Punkte gewinnen. Temperatur, der hat jetzt eigentlich nicht so viel Science gebracht, so viel Wissenschaftspunkte. Eigentlich schade. Oh gut. Wir fallen definitiv wieder zurück zur Erde. Auch nicht schlecht, haben wir keinen Raummüll. Und jetzt wird es nämlich knapp. Jetzt wird es knapp. Jetzt müssen wir... das habe ich jetzt eigentlich so nicht geplant. Ganz umdrehen. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. So. Muss natürlich hier ab. Das muss hier auch ab. So soll das dann aussehen. Dass wir dann hier. Das ist natürlich alles im Time Warp. Ich hoffe mal, das fällt wieder zurück zur Erde. Ja, das fällt zurück zur Erde. Das ist klar, wir sind ja sowieso eh dabei. Und so soll das dann aussehen, dass wir hier unseren. Ah. Ja, der Schwerpunkt liegt ganz woanders. Nein. Es soll eigentlich genau andersrum aussehen. Na komm. Auf die andere Seite möchte ich mit dir. So. Ah, schade eigentlich. Echt schade. Das wollte ich eigentlich nicht. Der Schwerpunkt da. Müssen wir hier unten noch welche hinsetzen. Oh oh. Weg vom Time Warp. Ach, sind wir hier in der Wüste gelandet? Da kann ich noch ein bisschen Science machen, ja. Ah, oh, das wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Gut, dass wir das alles noch getestet haben. Das wäre wirklich böse ausgegangen hier alles. Es ist schon wieder dunkel hier, ich fasse es nicht. Jetzt habe schon wieder im Dunkeln gelandet. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wir es heil auf den Boden wieder schaffen. Auf den Boden der Tatsachen, da ist was irgendwie kaputt. Kaputtes Zeugs. So. While flying at Kerbin. Dann her damit. Möchte ich auch loggen. Ja, na komm. Schick wieder da hin. Und jetzt landen wir gleich. Aber reichliche 500 Meter. Und ich war gerade so doof. Ich wollte nach einem Schatten schauen. Es gibt aber keinen Schatten. Denn es ist dunkel. Obwohl es eigentlich so für mich, für meine Verhältnisse ziemlich hell aussieht. Muss ich ehrlich gestehen. Oh. Noch nicht mal was kaputt gegangen. Stell ich das mal vor. Naja, wir recovern das. Und kriegen natürlich Science dafür. Hat es wohl doch ein bisschen was gebracht.
Dann. Wir haben da echt viel mehr bekommen. Ja, 108 haben wir jetzt. Gut, jetzt können wir mal schauen, wie. Wo ist die Engine? Wo ist die Engine? Wo ist die gute Engine? Ich fasse es nicht. Wo ist denn die? Nein, das könnte. Oh, das könnte echt Problem. Ich glaube, die ist erst hier oder so. Naja, jetzt können wir mal schauen, was wir sonst so noch gewinnen können. Was heißt gewinnen können? Was wir noch. In was wir investieren könnten. Hätten wir wieder ein Forschungsteil? Barometer, Luftdruckmessgerät. Ja, kleine Probenteilchen. Da möchte ich eigentlich nicht meine 90 Science ausgeben. Gut, hier können wir es eh nicht ausgeben. Also bleibt es entweder nur das oder das. Durch einfach mal in das investieren. Vielleicht kriegen wir daraus irgendwas. Dann raus hier. Und hier haben wir natürlich noch keinen verloren. Gut. Und hier müssen wir unbedingt jetzt noch was machen. Definitiv. Definitiv müssen wir hier noch was machen. Wir werden ganz klar ein Reaction Wheel hier hinsetzen. Und ebenso ein Reaction Wheel auf die Teile hier. Wetten wegen dem hier? Ja. Wegen dem Mist. Nein. So. Und jetzt hier auch. Gut. Sehr gut. Jetzt haben wir die Reaction Wheels. Und wir brauchen jetzt dafür auch ein bisschen mehr Power. So, die haben wir die dort rein versteckt. Und wir kommen damit auch in den Orbit. Definitiv. Das heißt, wir können jetzt eigentlich die Pootle-Engine woanders hinsetzen. Und zwar hier rein. So, da sparen wir uns nämlich wieder eine Engine, also einen Antrieb und somit auch an Gewicht. Sehr entscheidend, ob wir jetzt doch noch das hinsetzen können, das ist die Frage. 4,5 Tonnen. Wir haben jetzt eigentlich 4 Tonnen gespart. 4,5, nein, das kriegen wir nicht unter. Kriegen wir definitiv nicht unter. Was wir aber definitiv unterkriegen müssen, ist SAS. Also RCS meine ich. RCS. Ich bin Profi. Ich bin Profi hier. Ja, da brauchen wir. So. Dahin. Und hier unten welche. Nicht zwei, sondern vierfach. So, dann hätten wir hier oben und da unten welche. Was eigentlich doof ist, die werden abgesprengt. Früher oder später. Kann ich ja doch dorthin setzen. Mal sehen, ob das was bringt. Wo ist eigentlich der Masseschwerpunkt? Der liegt da. Ja doch, eigentlich gut, ganz gut verteilt. Ganz gut verteilt. So, und dann hätten wir eigentlich wieder alles da beisammen, um Evolution zu einem Orbit, um nach Eve zu schicken und auch darauf zu landen. Die Sache ist nur die, wie werden wir es schaffen, ordentlich zu landen? Wir müssen unseren Masseschwerpunkt irgendwie hier unten nach unten bringen. Der liegt im Moment gerade, wenn ich mir das hier so anschaue, liegt er gerade ziemlich weit oben. Vielleicht kann ich da irgendwie noch ein bisschen Ballast hinhauen, was jetzt nicht so allzu stört. Nee, mache ich jetzt nicht so. Vielleicht sowas hier, sowas Kleines. Ich setze einfach die Goose nach unten und das wäre eine Idee, dass ich die jetzt hier nach oben hinsetze. So, die Goose kommen jetzt hier runter. So, das wäre eigentlich eine Idee. So weit nach unten wie möglich. Weil nicht, dass meine RCS-Düsen hier verhindert sind. Die brauchen wir dann eigentlich nicht mehr. Das heißt, die können wir dann abbauen. Und das auch noch ein Stück runter. So. Dann sind wir dann eigentlich auch gut dran. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch, das hier ein bisschen runter zu mogeln.
Ja, schaffe ich. Gut. Dann hätten wir das. Ja, doch, dann hätten wir das alles. Ich könnte ja noch die eine Batterie, die hier sich hinten versteckt. Das Blöde ist, man kriegt die nie wieder raus hier. Ne, man kriegt die nie wieder raus. Nie wieder! So kann man das machen. Nicht doppelt, sondern einfach. So. Einfach habe ich gesagt. Einfach. Gut, jetzt hast du es kapiert. Jetzt hast du es kapiert. Gut, das wieder dran setzen. Und dann müsste es alles wieder klappen. Ja, sieht gut aus. Okay. Dann mal. Jetzt möchte ich ja wirklich naiv und das sind minus 53 Grad, glaube ich gerade. Das war ein Wortspiel. Stellt euch das mal vor. Kirby muss da sein. Okay. So. Also, wir haben Eve da. Wir wollen da natürlich hin. Und Eve muss natürlich, da Eve ja näher an der Sonne ist, bewegt er sich etwas schneller als unsere Erde. Dementsprechend, schon weil Eve einen kleineren, sozusagen, einen, wie soll ich sagen, einen sonnennäheren Orbit hat, also sozusagen unter uns liegt. Einfach so amateurhaft gesagt und nicht über uns, wie jetzt Duna und die anderen hier. Müssen wir natürlich in einem anderen, in einem negativen Winkel zu dem Objekt hin starten. Sonst ist es ja dann immer so, wenn wir jetzt nach Duna wollen, ups, wenn wir jetzt nach Duna wollen, dann muss Duna ungefähr, ich glaube, hier so sogar liegen. Jetzt könnten wir starten, da könnten wir eine schöne Bahn so machen. Jetzt ist es so, jetzt müssen wir natürlich an Geschwindigkeit gewinnen und somit müssen wir ja dann so dann die Bahn ungefähr so nutzen. Also es sind dann eher so rum. So verläuft das dann. Gut. Das ist dann also bei den beiden inneren Planeten muss man immer einen negativen Winkel haben. Bei den anderen ist es ein positiver Winkel. Auch wenn man auch manchmal ganz groß. Es ist ein positiver Winkel. Aber gut, ich bin jetzt nicht hier der perfekte Lehrer, um euch das beizubringen. Ich kann das auch nicht so gut beibringen. Ich weiß, was ist oder wie ich dorthin komme. Und so für mich habe ich das schon selbst erklärt, aber ich kann es anderen halt nicht erklären. Gut. Jetzt sind wir bei 45 Grad, ich glaube. 54 Grad. Das ist so ganz gut. Muss ich ehrlich sagen, das ist so ganz gut. Es ist wieder dunkel. Ich werde mal schauen, wie das hier so aussieht. Denn wir müssen hier einen Schub geben. Das heißt, ich kann eigentlich noch ein bisschen warten. Gehen wir zur Tag-Nacht-Grenze. Und da starten wir einfach mal. Denn ich muss hier sowieso Schub geben. Wunderbar, wunderbar. Da ist auch der Mond. Ja, so sieht's also richtig, sieht richtig schön aus. Gut, also wir starten in 3, 2, 1 und Liftoff. Und es geht wirklich doch noch nach oben. Ich hätte es nicht gedacht. Ich da dran. das war mistig knapp, du. Mistig knapp war das. Aber richtig knapp. Aber es funktioniert. Wir kommen nach oben. Er stabilisiert sich. Und ich bin zuversichtlich, dass wir es nach Eve schaffen. Eve hatten, ja gut, recht hohe Anziehungskraft. Eine höhere Anziehungskraft als Kerbin, wohlgemerkt. Und natürlich auch eine dichtere Atmosphäre als Kerbin. Geht natürlich höher als hier bei uns. Die geht auf ungefähr 100 Kilometer, oder doch 100 Kilometer geht das. Hier geht es bis 70 Kilometer. Also ungefähr, sie ist eigentlich 69,000
3,8 Kilometer oder so. Also irgendwie so. Also 70 Kilometer ist eine gute Marke. Also da, wo die Musik anfängt zu spielen, da ist die Atmosphärengrenze. Gilt natürlich nicht bei anderen Planeten. Also jetzt nicht, wenn wir in die Atmosphäre von Eve eintreten, dass da die Musik aufhört. Zumindest habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt. Könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr es erlebt habt. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Aber gut, ist schon eine Weile her, als ich das letzte Mal in irgendeinen Planeten, auf irgendeinem Planeten gelandet bin mit einer Atmosphäre. Gut, das letzte war ja Lathe. Das war ja richtig schön, hat richtig Spaß gemacht. Und ich muss leider wieder berichten, dass wir eigentlich fast am selben Punkt... Ich könnte die Folge eigentlich alles wegstreichen. Aber das mache ich nicht, das möchte ich nicht schneiden, ihr wollt es auch nicht. Und ich erfülle eure Wünsche. Und wir sehen uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Wenn wir dann hier spielen, ja, Karrieremodus von Kerbal Space Program. Also bis dahin, euer Honey007. Ciao, ciao.